Lackierzentrum Kissling seit 1969 in zweite, fast schon in dritter Generation im Lackierhandwerk tätig. Aktuell betreiben wir 7 Lackierbetriebe. Wir sind jetzt am Standort in Fürth aktuell. Das ist unser neuester Betrieb. Wir haben hier auf einer Fläche von 17.200 Quadratmeter. Grundfläche haben wir hier eine Hallengröße von fast 6.000 Quadratmeter. Kundenstamm sind im Wesentlichen die Autohändler. Also wir haben rund 60 Autohändler in diesen 7 Standorten auf uns vereint, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Aber wir arbeiten auch im Bereich Unfallreparatur für eben diverse Schadenslenker, aber auch für Werkstätten, für kleinere Werkstätten, die die Unfallschäden direkt bei uns reparieren lassen und lackieren lassen. Also wir arbeiten momentan noch im einen Schichtbetrieb hier in Fürth, lackieren täglich zwischen 50 und 60 Aufträge weg. Wir sind erst am Anfang, wir werden irgendwann einmal so peilen wir an, so um die 70 Aufträge arbeitstäglich hier abzuarbeiten. Wir haben aktuell in der Vorbereitungshalle 2 getrennte Bereiche, eine Vorbereitung für feine Vorbereitung und grobe Vorbereitung, haben insgesamt 15 Absaugplätze mit Hebebühnen. Der Mitarbeiter hat immer noch mal die Chance, daneben noch einen Arbeitsplatz zu nutzen für Teile und haben zusätzlich auch noch einen Slimeplatz. Ja, wir nutzen die Vorbereitungsplätze je nach Aufwand, was am Fahrzeug zu machen ist. Grobe Vorbereitungen sind eher große Karosserieschäden, neue Seitenteile, Karosserieanbauteile. Ja, in dem kleinen, in der feinen Vorbereitung ist dann eher Neuteile, Einzelteile, Smart Repair, Spot Repair. Das alles abzudecken ist natürlich mit der neuen Anlage spitzenmäßig umzusetzen. Wir haben noch als Herzstück in der Vorbereitung eine Lackierkabine stehen, eine Wolf Typhoon, die sonst eigentlich normale, handelsübliche Lackierereien als normale Lackierkabine benutzen. Wir nehmen es ausschließlich zum Füllen. Das heißt, viel nasse Nassteile. Natürlich aber Reparatur-Füllerauftrag auf größeren Bauteilen oder natürlich Dächer oder komplette Seiten von Fahrzeugen. Also wir haben verschiedene Touch-Panels. Angefangen von der ganzen Vorbereitung, das heißt Lüftung, Heizung, Absaugung. Die komplette Heizungsanlage ist über ein Touchpanel gesteuert und natürlich auch jede einzelne Kabine hat ihr eigenes Touchpanel, über das verschiedenste Sachen eingeschleust werden können, mit Trockenzeiten, Standby-Zeiten. Dadurch, dass wir eine Wärmerückgewinnung haben, ist dieses Standby ziemlich vorteilhaft für uns, um das auch mit einfließen zu lassen, Wärmerückgewinnung und Energieverbrauch einfach zu optimieren und zu senken. Wir haben eine Lackierstraße und 2 LT-Kabinen. Die zu lackierenden Geschichten werden da eingeschleust, je nach Aufwand. Wir haben Farbtöne, die wirklich gängig sind, wo man mehrere Teile gleichzeitig lackieren könnte. Natürlich spitzenmäßig eine LT-Kabine, die wirklich ziemlich großes Fassungsvolumen hat, können wir damit ausstatten. Alles voll mit derselben Farbe, lackieren das Ganze durch. Die Lackierstraße mit Querverschub. Wir haben 5 Fahrzeuge im Vorlauf, wo unsere Abdecker die schon vorbereiten für das Lackieren. Wir haben dann die Basislackkabine mit einem Basislacklackierer, noch einen Zwischentrockenofen für den Basislack, eine Klarlackkabine und einen Klarlackofen. Demzufolge ist natürlich ein immens hohes Durchlaufpensum möglich am Tag und eine Durchlaufgeschwindigkeit. Und wir nutzen das wirklich stark, je nach Lackhersteller, den wir auch benutzen. Es gibt Lackhersteller, wo einfach die Verarbeitung einfacher ist oder komplizierter ist, aber je nach Aufwand vom Farbton wird dann halt auch bestimmt, welcher Lackhersteller wirklich benutzt wird und demzufolge an die verschiedenen Kabinen eingeschleust.